Hoi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, der DLC. Wir sind hier gerade bei dem Lager von jemandem. Ich glaube von Benedict Arnold war das. Wir sollen die Bären befreien, ohne Wachen dabei zu eliminieren. Der Käfig sieht nicht sehr stabil aus. Wer wird uns bei der ersten Gelegenheit auffressen? Der sieht doch friedlich aus. Friedlich ist er hungert schon. Selbst dann. Ist immer noch besser als Harrys Arbeit. Warum? Was muss Harry denn tun? Den Käfig soll er. Der Bär überlebt einen Schuss auf jeden Fall. Der Bär! Schnapp den Bär! General Arnold reißt uns den Kopf ab! Hoffentlich ist da kein Wachhund drin, hab ich gar keinen Bock drauf. Oh Gott, oh Gott, schnell hier irgendwo da. Rohfleischködern, Pfeile. Hier war das. Ich war gerade verwirrt. Warte mal, er ist nicht hier irgendwo. Ich glaube, er ist hier oben. Kann ich da nicht lang? Oh, hier kann ich lang, oder? Ja. Okay. Die Gerechtigkeit siegt. Das habe ich es geschafft, 100% wieder, also bis auf die ersten beiden Missionen. Und ich habe sogar Stealth gemacht, das heißt, keiner dürfte mich gesehen haben. So, das war nicht schlecht. Ich habe lange gewartet, um dein Verrat zu beenden. Einmal bist du entkommen, heute jedoch nicht. Wer bist du? Was geht hier vor? Du weißt, wer ich bin. Ich habe dich noch nie zuvor gesehen. Washingtons Apfel. Damit kontrolliert ihr die Menschen, du. Du musst mir glauben, ich war nicht bei Verstand. Was du in West Point getan hast, war ausschließlich dein Wille. West Point, ich hab nie im Leben einen Fuß in das vorgesetzt. Bitte. Washington, du musst ihn aufhalten. Er ist kein Mensch mehr, sondern ein Monster. Finde Benjamin Franklin in Boston. Er kann dir helfen, doch dazu musst du... Du musst ihn befreien. Befreien von wo? 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 Hör auf zu sterben, ich möchte gerne Antwort. Die Rache für West Point. Episode beendet. Sehr gut. Hoffentlich schützt das Spiel nicht ab, so wie bei den komischen Archivmissionen von Assassin's Creed Revelations. Startet jetzt Episode 2 direkt? Das wäre cool. Oh, gut geschlafen? Schande, das mit Arnold. Aber dein Gesicht, als ich dich schlug, war zu köstlich. Ganz große Augen. Und dann...
aus wie eine Kerze. Verdammt seist du, Putnam! Du wachst gerade rechtzeitig auf. Wir erreichen nun Boston. Die Stadt, die bald mir gehört. Washington wird es lieben. Seht, Sir. Der erbitterte Widersacher. Der Mann, den ihr aus nächster Nähe erschossen habt. Ich gebe ihn euch als Geschenk. Und seht nur seine Wolfsmütze. Ihr seid doch verrückt. Ihr allesamt. Danach wird er sicher den alten Ben Franklin verjagen und Boston mir geben. Beschlossene Sache. Genau wie dein Tod. Oh ja. Du wirst ein gutes Geschenk abgeben. Boston, Fortsetzung folgt. Okay, er startet die Episode nicht direkt. Kann ich trotzdem noch so ein bisschen rumspielen oder ist es ganz vorbei? Also den ganzen anderen Scheiß einsammeln, diese zwei, drei Schätze noch. Startet die Story komplett nochmal neu, wenn ich das mache oder wie ist das? Ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach das hier noch schnell fertig. Das wäre schnell, es wird wahrscheinlich noch mindestens 5 Minuten dauern. Ich hätte ganz gern ein Pferd, aber ich sind keine. Da ist es wahrscheinlich so, dass wir jetzt in der ersten Episode im Grenzland spielen, in der zweiten Episode gehen wir dann nach Boston, in der dritten dann wahrscheinlich nach New York oder so. Das kann ich mir gut vorstellen. Dass es dann halt so eigene Scheiße zum Sammeln gibt. Also ich denke mal, in der zweiten Episode können wir kein rohes Fleisch mehr sammeln, weil wir halt in Boston sind, sondern irgendwas an. Waschbär. Ja, aber bisher gefällt mir der DLC eigentlich ganz gut. Können wir angreifen. Warte mal, die Keule wollte ich haben. Nein, nicht abziehen. Lass den Scheiß. Zu langsam. Die Waffe so krass. Ja, was ist mit den anderen Leuten gewesen? Hinter mir waren auch noch welche. Befreie uns. Käfige öffnen. Noch zwei Stück? Ja, ach scheiße, ich dachte, ich hätte schon drei. Ach ne, der dritte, das war der nicht gezählt hat. Wie viele hungernde Zivilisten gibt es denn? Ist doch voll scheiße. Ich finde, also ich würde das besser finden, würde es 5 geben oder würde es aufhören oder es würde sich als denken, dass mal welche Vorteile dadurch bekommen. Kann ich eigentlich sehen, was ich dadurch bekomme? Konvoi.
Eins fehlt jetzt noch. Ein Erinnerungsfragment, vielleicht in unserem Heimatdorf? Kann das sein? Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, weil das ist jetzt nicht weit oben gewesen. Das. Doch, hier müsste das sein. Ja, müsste da noch eins sein, denke ich. Da, wo die Mutter dann gestorben ist. In diesem brennenden Häuslein von uns. Ein Haus ist es ja auch nicht, das ist wirklich Häuslein genannt. Dieses komische Indianer. Was war das? Ich weiß nicht. Da ist die Riesenweide. Die gab es aber im Assassin's Creed 3 so im Standard nicht, glaube ich. Ich habe so ein riesiger roter Baum in mir aufgefallen. Der sieht auch so völlig out of place aus. Das wird ja gar nicht hingehören. Okay, und der zweite Schritt. Na, wir holen jetzt erst den und dann holen wir den anderen. Wie viele Parts waren das jetzt? 6? Wir hungern Zivilisten, ey, verpiss dich. Scheiße, Mann. Damit habe ich es nicht rechnet, dass ich auch werfen kann. Das ist so cool. Scheiße, nee. So, dann sind wir gleich beim Schätzlein. Oh schön, ich habe gar keine Dings mehr. Okay, ich kann ihn also wirklich nur kontern, beziehungsweise nur blocken und dann ihn entwaffnen. Verteilen durchbrechen geht. Ach, du bist auch einer von denen. Bam, entwaffnet, bam, und jetzt, oh Gott, ich brech alle deine Knochen, und jetzt, bam, das ist so cool, ich liebe dieses Spiel. Na, bis heute ist das Spiel komplett scheiße, aber, nein, es ist nicht komplett scheiße, aber es hat seine Schwächen, und die Schwächen überwiegen für mich die Stärken. Ja, ja. So, ein bisschen runter, nein, ja. Der war doch hier unten. Ach, keine Ahnung, wie das funktioniert. So. Maximal Anzahl der Patronen erreicht. Super, wieder nur Scheiße bekommen. So, wie lange haben wir denn überhaupt noch? Noch 6 Minuten. Ja, sehr gut. Ich habe gedacht, das werden noch so... Noch 5 Minuten vielleicht? Obwohl, ich weiß gar nicht, wann habe ich hier geguckt. Ich muss gestehen, das Springen ist wirklich schneller. Warum ist es hier ein Stück heller? Auf der Minimap jetzt. What the fuck? Das ist hier irgendwie wieder so ein scheiß Untergrund. Oh Gott, ich glaube hier ist wieder Untergrund, oder? Okay, hier nicht. Was geht, Leute? Da, da! Ergreift ihn! Wo kommt ihr noch einmal her?
auch schon wieder nicht. So, und das klappt mir das hier noch. Ich weiß immer nicht, wie ich da reinkomme. Ich hatte irgendwas genauso und es ging nicht. Nicht mal eine Waffe bekommen? Was ist ja komplett nötig? Das waren jetzt alle, oder? Ja, gut. Und jetzt wollen wir noch kurz hier ins Dorf gucken. Haben wir dafür noch genug Zeit überhaupt? Gucken wir noch schnell? Ja, 3 Minuten. Also ich glaube, das Dorf schaffen wir noch. Und die restlichen hole ich einfach offscreen. Vielleicht schaffe ich es nur irgendwie was zu Leute zu retten, irgendwie vor Wölfen oder so. Oder halt Hinweis. Aber ich werde das nicht unbedingt farmen, also. Ich muss nur die Schätze schnell und hoffe, ich krieg dafür nur irgendeine Belohnung. Und wenn nicht, dann ist es halt auch egal. Und wenn sie wissen, fickt euch doch mal, ich habe euch schon geholfen. Dieses Schneegeräusch, das gefällt mir gerade gar nicht. Das ist mir viel zu dumpf. Ich mag es mehr, wenn das so ein, wenn der Schnee so ein bisschen knackiger ist. Ah doch, hier ist noch ein Erinnerungsstück. What the fuck? Was haben wir denn hier gemacht? Hä? Ah doch, hier haben wir unser Assassinen-Symbol gefunden. Oder? Zusatzerinnerung, Erinnerungsfrage geschaltet. Ah, danke schön. Ich habe es alle 3. Klare Erinnerungsartefakt, zusätzliche Erinnerung synchronisiert. Dankeschön. Ah, jetzt haben wir hier noch ein Erinnerungsfragment. Gut. Kann ich das direkt spielen? Nein, gut. Wie machen wir das am besten? Dann holen wir jetzt die Schätze noch. Also wir haben jetzt noch 2 Minuten. Wir holen jetzt noch die Schätze und dann würde ich sagen, im nächsten Part fangen wir dann mit der Erinnerungsfragment an und danach starten wir mit der... Oder ich mache... Ich überziehe den Part einfach ein bisschen. Ich schon ein bisschen Timer. Und dann hole ich jetzt noch den Schatz hier. Dann holen wir das Erinnerungsfragment und dann hole ich den Rest offscreen. Oh Gott, und wie kommen wir jetzt am schnellsten dahin? Scheiße, stimmt. Ich kann nicht schnell reisen. Habe ich nicht so eine Pferdepfeife oder so gehabt? Hallo Plätze. Stimmt, die hatte ich auch. Die hätte ich die ganze Zeit schon benutzen können. Aus unserem näher gebauten Dorf. Sieht hübsch aus. Okay, hier können wir anscheinend nicht lang. Muss ich außen rumlaufen. Gut, das wird ein bisschen länger, der Park, glaube ich. Ah, hier war ein Hasi. Wer tot? Oh, ich will es nicht töten. Ey, Fritz, was ist denn los hier mit der Karte? Muss hier das letzte Ghetto sein, wo ich nicht mal mit dem Pferd rausreiten kann? Ach Gott, fick dich, ey. Lass mich nur abspringen! Absitzen. Ich wollte eigentlich stehen und dann wegspringen. So wie ich das immer gemacht habe. Wieso habe ich jetzt maximal eins davon? Hä? Was habe ich denn gerade gemacht? Ja, hier nimm. So. Und ich weiß jetzt noch, um diesen Part unbedingt machen, damit ich ihn noch im zweiten Part, also in der zweiten Episode, in den ersten zurückgehen muss. Will ich lieber so eine klare Abtrennung haben.
das haben wir echt gerade ausgerottet, das Lager, aber es lebt plötzlich wieder. Und ich weiß immer nicht, wo die ganzen Leute hergekommen sind. Mir gefällt, dass das Pferd durch so einen riesigen Schnee laufen kann, aber wir nicht. Wenn man Reh ist, wäre es auch tot gewesen. Wenn ich es töten wollte. Ja, stimmt, ich kann hier nochmal die Sporen geben, dann müssen wir schneller laufen. Piss dich, Wolf. Reite doch bitte einfach los. Verpiss solche Drecksviecher. Es ist nicht schnell, einfach direkt den Weg zu nehmen. Gucken wir mal. Ich hab keine Ahnung. Wieso schaltet er eigentlich immer wieder auf den Wolfsmantel? Lass mich einfach mal, ich werde weiter. Oh Gott, ist das weit weg. Dankeschön. Ist auch gut, dass man die Pferde einfach direkt wieder rufen kann. Aber ist ja eigentlich in jedem Spiel so, wo es so eine Schnellreise. Nein, nicht direkt Schnellreise, aber wo man halt ein Gefährt holen kann. Man geht einfach ein Stückchen weiter und dann spawnt man sich neu. War auch genauso geht ja online. Du musst zu einem anderen nächsten Vehikel dran, dann steigt man irgendein anderes ein, fährt weg und dann holt man sich das wieder. Was? Also manche fragen mich auch, was zur Hölle, was zur Hölle haben sich die Entwickler gedacht bei dieser Scheiße? Meine Fresse, ey, wieso haben die den Schnee so tief gemacht? Es macht auch keinen Spaß, da durchzulaufen. Ich will einfach nur das Erinnerungsfragment da machen. Gut. Ich glaube, den Rest des Weges schaffen wir jetzt auch zu Fuß. Warnung Sperrgebiet, oh. Ach, scheiße, den schon wieder Gegner. Dann sollte ich vielleicht nicht im Sperrgebiet rumlaufen. Ich glaube, dann werden die direkt ganz sauer. Das war richtig sauer. Grüß euch, Vögel. Die eigentlich gerade zertreten, auf jeden Fall. Ach, guck mal, Waschbären. Drecksviecher. Ihr habt so ein Glück, dass ihr so schnell seid, sonst werdet ihr tot. Na, guck mal, Waschbären. Immer ein Eigen getötet. Verpiss euch. Hey, das ist bestimmt wieder in dieser Höhle drin, oder? Ja. Ich habe keine Ahnung, was in der Höhle drin ist, aber es sah halt so aus. Ich habe die Höhle zwar nicht gesehen, oder ob es überhaupt an den Stein war. Vielleicht ist es auch vor der Höhle. Ja, sieht aus, als wäre es in der Höhle. Stimmt, ich habe recht. So, dann klettern wir hier hoch und dann hier rein. Und die ganzen Leichen sind verschwunden. Nicht die Wände. Wir wollten kein Parkour, wir wollten einfach nur runter sprinten. Au! Okay, das war's. Wer hat jetzt noch ein anderes? Nee. Ja, gut. Dann ist das alles einfach nur was für die Hintergrundstory. Also wir sitzen ja nachts, chillen mit unseren Waffen. Ah nee, wir packen unsere Waffen gerade ein. Haben anscheinend keinen Bock mehr auf Kämpfen und geben dann George Washington einen Apfel. Oder was? Weil die Apfelszenen, die kamen ja schon vorher. Er versucht es jetzt mit in der Nacht. Und wir gucken in die Kamera. Ja, okay, dann hoffe ich, die erste Episode hat euch gefallen, Leute. Bis zum nächsten Part. Haut rein, ciao.